Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Haus des Geldes. Ja, wir sind bei Folge 4 angelangt. Und ich muss ganz kurz sagen, wir haben ja wieder extrem viele neue Leute in dieser Community hier, ja? Und Freunde, bevor ihr euch abfragt, dem Video einfach ein Dislike gebt und euch verpisst, möchte ich ganz kurz erklären, wie ihr das hier gucken könnt am besten. Aufgrund der Urheberrechtsrichtlinien darf ich hier euch logischerweise nicht die ganze Folge von Haus des Geldes zeigen, ja? Ich weiß, ihr habt es erwartet. Sorry, Freunde, kann ich leider nicht machen, ja? Was ich aber trotzdem machen kann, ist meine Facecam hier aufnehmen. Und sobald ich auf Start drücke gleich, einen Timer einblenden lassen, der rückwärts läuft. Wie bei Netflix eben auch. Haus des Geldes läuft eben auf Netflix. Deswegen passe ich mich da an den Timer bei Netflix irgendwie ein bisschen an. Ihr könnt also auf eurem Handy, auf eurem zweiten, dritten, vierten, fünften, 80. Bildschirm, wo auch immer, ja, keine Ahnung wie, ihr könnt auch einfach auf dem iPad Splitscreen machen, wie auch immer ihr wollt, könnt ihr dann gleichzeitig mit mir die Folge Haus des Geldes gucken. Also habt ihr dann auf dem zweiten Bildschirm oder eben auf dem Splitscreen. Oder, erster Link in der Beschreibung, ist für Google Chrome eine sehr coole Erweiterung. Dort könnt ihr dann mein Video als kleine Facecam einblenden. Ihr könnt das beides gleichzeitig laufen lassen, habt also die komplette Folge hier bei mir als Reaction und bei euch auf Netflix die komplette Folge Haus des Geldes logischerweise. Ihr müsst beides nur gleichzeitig starten und dann habt ihr das Ganze synchronisiert und habt dann meine gesamte Reaction auf die gesamte Folge. Anders ist es leider nicht möglich, Freunde. Ich habe aber Bock drauf, das so zu machen. Und ich bin motiviert und habe Lust auf die nächste Folge, Freunde. Nur für alle, die neu sind. Falls das nichts für euch ist, dann könnt ihr jetzt abschalten, Freunde. Und könnt dann euch ein anderes Video von mal reinziehen. Es gibt über 1000 auf diesem Kanal, also schaut euch um, Freunde. Ihr werdet fündig, ja? Gut, genug gequatscht. Jetzt Folge 4 aus der zweiten Staffel von Haus des Geldes, Freunde. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe richtig Lust, mal wieder Haus des Geldes mir anzusehen. Und ich hoffe, dass das Video ein bisschen pünktlicher gekommen ist. 18 Uhr oder so werde ich nicht schaffen, aber 20 Uhr. Spätestens 21 Uhr ist der Plan. Ich weiß nicht, ob der Plan funktionieren wird, Freunde. Ich hoffe es, ja. Bei der letzten Folge ist mal wieder eine Menge passiert. Es passiert echt richtig viel in letzter Zeit. Also die ersten, ich glaube, die ersten 4, 5 Folgen waren noch so ein bisschen langsam, ein bisschen Introduction. Aber jetzt, so mittlerweile, wir sind jetzt gut in der Serie fortgeschritten, schon bei Staffel 2, auch schon bei Staffel 2 in der Mitte fast. Und es ist schon einiges passiert, ja. Wir hatten jetzt am Ende die Revolte gegen Berlin, mehr oder weniger, nachdem er eine Revolte starten wollte, so gesehen. Wobei er war ja schon das Oberhaupt. Was ich aber nicht schlecht fand, dass er das Oberhaupt war. Er ist ein bisschen verrückt, klar, aber er hat auf jeden Fall guten Kontakt zum Professor. Wir wissen noch nicht genau, was für ein Kontakt. Und, also, ob sie verwandt sind, Brüder, Halbbrüder, Schwestern, ey, ich habe keine Ahnung. Oder gute Freunde eben, ich weiß es nicht. Oder, nicht oder, und Berlin hat einen guten Überblick gehabt. Er hat einen sehr guten Überblick gehabt, finde ich. Natürlich, er hat nicht immer direkt ganz rational gedacht, weil er bald stirbt, höchstwahrscheinlich. Und weil Berlin Berlin ist, muss man dazu auch sagen. Aber er hat einen guten Überblick gehabt, irgendwie. Hat die Leute mehr oder weniger unter Kontrolle gehabt. Es ist jetzt ein bisschen ausgeartet. Nairobi hat ihn bewusstlos geknüppelt. War, ja, ist ein bisschen ausgeartet irgendwie. Aber ich bin gespannt, wie jetzt das Ganze sich entwickeln wird unter der Leitung von Nairobi so ein bisschen. Weil ihr wisst, Freunde, Ehren-Nairobi ist am Start. Ich mag sie ja sehr, sehr gerne. Mit Berlin mein Favorite-Character im Moment. Deswegen hoffe ich, dass sie da das Ruder rumreißen wird und dass sie sich mit Berlin wieder einigen können. Weil das ist das Wichtigste, dass in der Gruppe wieder alles rund läuft und nicht in der Gruppe die ganzen, ja, Sachen schief laufen. Dann, wir haben immer noch Tokio, die gefangen genommen ist, beziehungsweise die jetzt unter Untersuchung ist und unter Verhörung bei der Polizei. Aber sie hat natürlich einen Ehrenmove gemacht, wodurch sie mir sehr sympathisch wieder geworden ist, dass sie eben den sneaky Hinweis vom Professor, der übrigens jetzt auch sich nach langer Zeit wieder gemeldet hat, mal wieder, endlich für die Gruppe gesehen jetzt, gemeldet hat. Und sie hat den sticky Hinweis von ihm erkannt und ist jetzt wieder auf der Seite vom Professor. Wahrscheinlich immer noch gegen Berlin, verständlich, aber auf der Seite vom Professor. Und sie hat immer noch Vertrauen in ihn, was ich sehr gut finde. Und ja, ich hoffe jetzt, wie gesagt, dass in der Gruppe alles rund läuft. Wir haben immer noch die Geiseln, die immer noch versuchen auszubrechen. Ja, Allison möchte in dieser Folge ausbrechen. Ich denke ja auch, dass es klappen wird. Wir sind gerade so wenige Geiselnehmer wie noch nie. Einer ist gestorben. Rest in Peace, Oslo, Alter. Oslo, echt ein richtig süßer Charakter. Dann Berlin ist bewusstlos. Ich weiß nicht, wie lange, aber trotzdem wird er irgendwie wahrscheinlich gefangen gehalten werden. Und Tokio ist draußen. Das heißt, wir sind drei Geiselnehmer weniger. Aus den, ich glaube, es sind acht insgesamt, ne? Sind es jetzt nur noch fünf. Und dazu muss man sagen, dass Rio beispielsweise jetzt nicht immer der aufmerksamste ist oder den klarsten Kopf hat, was man auch verstehen kann. Deswegen habe ich im Gefühl und im Urin, dass in dieser Folge auf jeden Fall es dazu kommen könnte, dass Addison ausbricht. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin gespannt, ob und wenn ja, wie sie es anstellen wird. Sie meinte, 4 Sekunden, bis das Tor sich öffnet.
keine Ahnung, ob es klappt, aber es ist ein sehr cooler Storystrang, dass immer mehr die Geiseln auch versuchen auszubrechen. Ich bin gespannt jetzt, was Raquel machen wird. Der Professor hat sich lange nicht gemeldet, ja. Sie haben die Unterkunft gefunden, die Fingerabdrücke, unter anderem von dem Löffel. Da gab es leider keine weitere Information zu, da Angel noch im Koma liegt. Und ich bin gespannt, was sie jetzt machen wird. Ob sie sich weiter dem Professor widmen wird oder den Geiselnehmern an sich. Ob sie versucht, irgendwas zusammenzupuzzeln. Ob sie von den Geiseln, die geflohen sind, noch irgendwas erfahren können. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe Bock. Es gibt viele Storystränge. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir jetzt hier rein. Die Folge geht, Freunde, ja. 50 Minuten und 34 Sekunden. Eine sehr lange Folge. Aber ich freue mich drauf. Let's go, Freunde. Wir drücken zusammen auf Start. Ich mein wunderbares Kaltgetränk hier umwerfen, Freunde. Zack. 3, 2, 1, go. Ah. Oh. Oh. Der Satz jetzt. Oh, Gänsehaut, Alter. Richtige Gänsehaut einfach nur. Oh. Ja. Okay, gut, dass Nairobi alles erzählt. Oh, gut, dass Nairobi am Start ist jetzt und alles erzählt. Ja, Real Talk, gut. Sehr gut, Nairobi. Oh Gott. Kacke, Mann. Aber gut, dass Nairobi am Start ist. Ich habe das Gefühl, dass sie Ordnung reinbringt. Allein, weil sie dem Professor den Stand gesagt hat. Talk.
Krass, wie gelassen der Professor sein kann, obwohl so viel falsch läuft gerade. Ja, hat sie aber auch geschafft. Denkt sie, aber er ist einfach ein blutiger Anfänger im kriminellen Business, sag ich mal. Alter, dieses Doppelleben, Mann. Dieses Doppelleben, Alter. Digga. Ich check's nicht. Im Film wird immer aufgelegt, ohne Tschüss zu sagen. Das Gespräch war noch mitten im Lauf vom Gefühl her. Das ist ein guter Plan. Okay. Aber gut. Digga, dass er einfach in den Geiselnraum geschmissen wird. Das ist hart. Oh, warte, vielleicht ist das ein Plan, dass Rio jetzt hier mit drin ist. Sie haben sich versöhnt. Ist vielleicht ein bisschen schnell, aber dass Rio sie abhören soll, ob sie ausbrechen wollen? Ja, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. Was wäre, wenn Rio jetzt Spitzel ist? Ich glaube echt, Rio ist ein Spitzel jetzt. Für die Geiseln. Ich kann Rio nicht einschätzen. Ich kann ihn echt nicht einschätzen. Ich meine, er ist echt pisst. Er ist echt pisst wegen der Sache wegen Tokio, ja? Also meine Idee ist halt echt, dass Rio jetzt vielleicht als Spitzel da reingeworfen wurde. Von wegen, oh, du bist jetzt auch eine Geisel. Einfach damit er solche Pläne abhören, weiterleiten und verhindern kann.
Aber ich meine, Rio hat guten Grund, komplett pisst zu sein. Und Rio würde ich es auch zutrauen, dass er auch ausbrechen möchte jetzt. Boah, ich habe keine Ahnung, Mann. Kurz einfach, Freunde, Intro-Song ist mittlerweile mein Deckerton morgens immer. Ich sehr empfehlen, Freunde, kann ich sehr empfehlen. Awkward Moment. Oh. Vermasselt es nicht. Okay, gut. Oh. Die Mama von Raquel ist echt auch richtig liebenswert, Mann. Ich weiß halt nicht, ob der Typ es wirklich gemacht hat, ob er sie wirklich irgendwie handgreiflich geworden ist gegenüber Raquel. Aber dann hat er es echt verdient. Real Talk. Ich frage mich immer noch, ob das nicht ein bisschen schnell geht mit den beiden. Wie lange kennen die sich jetzt? 5 Tage oder so? Nicht mal, oder? 4. Es kommt mir ein bisschen sehr schnell vor, keine Ahnung. Aber mein Raquel hat es auch bitter nötig irgendwie und der Professor auch, also. Talk. Denver fehlt aber, Rio fehlt aber.
Oh Mann, ich mag Berlin so gerne. Real Talk. Aber Denver kennt sich auch am besten mit Waffen aus von allen, glaube ich fast, oder? Ich frage mich halt echt, wo Rio ist, ob er in Einzelhaft ist oder irgendwas anderes machen muss. Lol. Oh ja, Real Talk. Oha, also hatte das echt nichts mit Tokio zu tun. Real Talk, oha. Ja, Mann. Dann hätten sie halt die komplette Bevölkerung auf ihrer Seite. Wenn Geld vom Himmel fällt, Alter. Bis jetzt sind keine Geiseln gestorben. Ey! Tschernobyl, Alter, oha! Boah, da bin ich gespannt, ob sie es wirklich durchziehen. Ob es so weit kommen muss. Senior Torres ist Ehrenmann, Alter. Er ist Ehrenmann. Oha! Ich werde sie melden müssen.
Hey, ich mag Torres. Ich mag Torres echt gerne, Mann. Geisel des Monats. Okay, das ist hart, Alter. Ey, Nairobi ist echt eine gute Anführerin, habe ich das Gefühl. Alter. Sein ganzes Leben lang, ja? Digga, das, jetzt hat sie ihm Flo ins Ohr gesetzt. Den kleinen Flo hier, den hier nämlich, hat sie ihm ins Ohr gesetzt.
Ey, ich kann mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn sie es rausfindet, Alter. Oh mein Gott. Ich kann mir das gar nicht ausmalen, Alter. Sie wird es irgendwann rausbekommen. Ziehen Sie Plan Chernobyl jetzt echt ein komplett durch und hauen einfach ab? Oh shit. Oh shit, sie ist hyped, Alter. Sie ist hyped. Oh shit, Alter. Oh shit. Oh shit. Die erste Hälfte der Folge war echt langsam vom Tempo her und jetzt geht's richtig ab, Alter. Oh shit. Ja. Safe. Nicht ganz so gut, nein. Oh, er ist wieder back in business, ja, Mann. Ah. Jetzt hat er mal wieder die führende Kraft hier. Aber alle wünschen sich Kamerun. Ja, Mann. Alle wünschen sich Kamerun. Safe. Schwächeren. Ja, Mann. Aber ist echt so. Real Talk. Kamerun.
Diese Rückblenden mit dem Plan sind echt immer interessant, Alter. Ja, Mann. Weil er der Verletzlichste ist im Moment. Ich wäre auch für Helsinki am ehesten, aber Maske ist unsympathisch direkt, oder nicht? Na. Es muss um was geht sein. Also Berlin oder Rio eben. Aber über Berlin sind so viele Unwahrheiten im Umlauf. Das ist das Problem. Er ist sehr sprachgewandt. Das stimmt. Och ja, Mann. Berlin-Interview, Alter. Oh ja. Boah, das wird geil, Mann. Darauf wird der Professor nicht eingehen. Darauf wird der Professor nicht eingehen, glaube ich. Auf diese Falle. Weiß nicht, ob er darauf eingehen würde. Also, nein. Außerdem, der Professor ist kein Mörder, das haben wir schon gesehen. Trotzdem interessant, was er dann macht.
Okay, spielt sie aber auch gut. Merkt man das nicht extrem vom Gewicht eigentlich her? Also würde ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, aus welchem Material die Fake-Waffen sind. Was genau hat jetzt gebracht, als er sich umdrehen musste? Er sieht sie doch jetzt genauso, wie als hätte er beim Umziehen zugesehen. Geht er darauf? Ja, er muss eigentlich kommen, ne? Holy shit. Das wird er, glaube ich, checken. Es ist zu perfekt. Das wird der Professor checken, dass das ein zu roter Teppich ist. Der ist zu rot, Alter. So rot wie die Overalls ist er. Props, Alter. Muss man sagen. Na, er handelt viel zu schnell. Er handelt viel zu schnell und zu unüberlegt. Er handelt viel zu unüberlegt. Oh, das Interview geht los. Er handelt aber viel zu unüberlegt, muss man sagen. Okay, ist noch nicht das Interview, oder? Okay. Alter. Das muss so teuer gewesen sein, die Rechte dafür zu holen, Alter. Alter, holy shit. Aber das ist auch episch gemacht, Mann. Auch Props des Todes an die Reporterin und den Kameradude, Alter.
Ehren-Berlin, Alter. Okay. Kamerun. Berlin spielt das aber auch gut, muss man sagen. Er hat's gut gespielt, würde ich sagen. Oh shit, er spielt die Karte aus. Aber für uns war ein Freund. Oh ja, dieser Satz. Dieser Satz ist gut, Alter.
Oh ja, Mann. Oh ja, Mann. Ehren-Berlin, Mann. Er war die beste Wahl für das Interview. Die beste Wahl. Oh, ja, Mann. Das ist halt auch echte Emotion gerade von Berlin tatsächlich. Oh ja, Mann. Ja, Mann. Der 1A-Performance. Boah. Da kriegt er jetzt die Reporterin Sympathie, Alter. Boah. Ja, Mann. Alter, Gänsehaut. Sie haben jetzt halt auf jeden Fall die Bürger auf deren Seite, den Großteil. Und das ist schon mal Ehrenmove gewesen. So, jetzt bin ich gespannt, welcher Plan jetzt gezündet wird. Aber es gibt immer diese paar Prozent der Möglichkeit, dass es wahr ist. Das ist das Problem. Man weiß es nie. Man weiß es leider nie genau. Zwanzig nur. Dann schließt sich der Kavallerie an. Okay. Also, der Plan von
von Raquel hat tatsächlich halbwegs noch funktioniert. Also er muss sich absichern. Es ist ein zu großes Risiko, dieses 1% einzugehen. Und das kann ich verstehen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, Mann. Die möchten kein Risiko mehr eingehen, Alter. Nice Folge wieder, Freunde. Wir hatten eine sehr, sehr nice Folge. Der erste Teil der Folge war ein bisschen langsam, würde ich sagen. Da hatten wir so ein bisschen, wie soll ich sagen, ruhigere Momente. Hat sich ein bisschen angefühlt, als ob wir tatsächlich so ein paar Minuten in Echtzeit mitbekommen haben. Und nicht in Serienzeit, wenn ihr wisst, was ich meine. Fand ich aber sehr gut. Immer interessant, das Pacing ein bisschen runterzunehmen. Und ziemlich genau bei der Mitte der Folge kam so ein Umschwung. Nach der Nacht von Raquel und dem Professor. Mir ist gerade aufgefallen, der Professor spielt drei Identitäten. Er spielt Sergio, also den spielt er nicht, der ist er ja. Aber er spielt Salva und den Professor noch. Also drei Identitäten irgendwie. Aber es ist mir nur nebenbei so aufgefallen, dass es eigentlich echt krass ist, was er da hinbekommt. Und allen drei eine andere, beziehungsweise den beiden Charakteren, die er spielt, eine andere Persönlichkeit so krass zu geben, ohne irgendwie... Er kann ja von Sekunde auf Sekunde umschwenken. Er war erst noch der Professor am Telefon und dann, boom, direkt Sergio am Telefon. Nicht Sergio, ich komme so durcheinander, Salva am Telefon. Das war echt schon Props, muss ich sagen. Genau, also der erste Teil war nicht irrelevant, aber war ein bisschen... Wir hatten nicht so krass viel Information. Wir haben die Bindung zwischen den Professor und Raquel ein bisschen besser gesehen, ein bisschen besser einfach ein bisschen besser mitbekommen. Innerhalb der Gruppe ist jetzt bis jetzt alles clean, außer Rio. Berlin hat vielleicht auch noch so ein paar Missstände, aber nachdem er diese wunderbare Performance abliefern durfte im Interview, die wirklich echt gut war, das war eins spitzenmäßig und er hat seinen Namen wieder reingewaschen, ist, glaube ich, alles cool. Nur Rio ist ein bisschen angeschlagen noch, sage ich mal, ja. Aber ansonsten ist alles cool in der Gruppe, was ich sehr gut finde. Nairobi, sehr gute Leiterin. Interview, wie gesagt, 1A spitzenmäßig von Berlin. Die haben die meisten Leute irgendwie auf ihrer Seite, die meisten Bürger auf ihrer Seite, weil sie sich sehr verletzlich gezeigt haben. Und die Polizei sind die Bösen irgendwie. Und sie lassen nochmal Geiseln frei. Berlin ist todkrank, es wurden Unwahrheiten erzählt, bla bla bla. Sie wissen nicht mal, wem sie vertrauen sollen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt auf Tod und Bang hoffen, dass das Kamerun gewinnt. Aber die Leute werden jetzt auch nicht todtraurig, wenn die Geiseln hier mal rauskommen. Ja, also bis jetzt haben sie ja niemandem wirklich Schaden zugefügt, sondern eher die Polizei, den Geiselnehmer. Muss man ja auch im Kopf behalten. Also wirklich, das mit dem Interview, Plan Kamerun war sehr, sehr gut, hat sehr gut funktioniert, ja. Plan Tschernobyl haben wir rausgefunden, dass die Geld regnen lassen wollen. Finde ich auch gut. Ist eben der letzte Ausweg. Muss man sehen, inwiefern das jetzt tatsächlich noch stattfinden wird oder eben nicht. Dann haben wir erfahren, dass Raquel und der Professor beide jetzt das Tempo anziehen wollen. Und als sie davon gesprochen haben, kam eben auch der Umschwung in der Folge, was ich sehr nice gemacht fand. Beide wollen das Tempo anziehen. Und ich glaube, das Problem ist, dass, ich nenne jetzt mal Sergio, wirklich eine Zukunft mit Raquel haben möchte. Auf der Karibik oder nicht, keine Ahnung, aber der will wirklich eine Zukunft haben. Aber irgendwann wird es rauskommen. Ich weiß nicht, vielleicht im Staffelfinale jetzt dieser Staffel, aber irgendwann wird es ja hundertprozentig rauskommen, wer der Professor in Wirklichkeit ist. Das ist das Problem. Ja, wenn es rauskommt, dann... Was macht er dann, Alter? Dann hat er absolut keine Wahl mehr. Und dann weiß ich halt nicht, ob die Bindung von Raquel groß genug... Also sie wird richtig ausrasten. So, du hast mich die ganze Zeit angelogen, bla bla bla. Und dann hat er aber wirklich Gefühle für sie. Sie hat auch Gefühle für ihn, aber irgendwie nicht für ihn wirklich. Das wird noch ein richtig... Ja, ich weiß nicht, ob das schon in dieser Staffel oder erst in der nächsten Staffel passiert, aber das wird echt krass, Mann, wenn das rauskommen sollte. Ja, ansonsten... haben wir jetzt zum Ende hin noch erfahren, sage ich mal, oder ist ja zum Ende hin noch, wie gesagt, das Interview gewesen, was ich sehr cool fand. Und es sind nochmal 11 Geiseln rausgekommen, also 27. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt gefangen genommen wurden, aber 27 Geiseln sind schon mal raus. Und ja, ich bin jetzt gespannt, was der Move vom Professor sein wird, inwiefern er das verhindern möchte, die Falle von Raquel, die übrigens echt gut war, aber halt sehr vorhersehbar. Trotzdem muss er halt diesen 1% ausschalten. Ich bin gespannt, inwiefern der Professor das lösen möchte, das Problem, sag ich mal. Keine Ahnung. Werden wir in der nächsten Folge hoffentlich sehen. Der Ausbruch von Allison fand nicht statt. Dafür haben aber die Geiseln eben eine Waffe geholt und möchten jetzt wahrscheinlich in der nächsten Folge dann wirklich ausbrechen. Ich bin gespannt, Freunde, wie es ablaufen wird. War eine sehr coole Folge, hat mir sehr gefallen, weil wir jetzt, finde ich, vom Pacing her, von den Geiselnehmern und der Polizei, allen drei irgendwie gleich viel Verhältnis gesehen haben in dieser Folge. Fand ich sehr schön. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dieser wunderbaren Folge, mit diesem wunderbaren Video, ja. Schreibt mir gerne rein, wie ihr die Folge fandet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Dienstag
ja, mit einer weiteren Folge. Ich freue mich sehr drauf. Bis dann, mit euch noch einen wunderbaren Tag. Ja, bleibt fresh wie immer. Ich grüße auch mal die Ehrenleute, ja. Adidas 020, Idoras, Philipp, Easy und den netten Letten. Bis dann, bleibt fresh und ciao.